Ja, New Work ist natürlich in aller Munde und gerade auch jetzt ist so das Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel wirklich das ist, warum wir heute eigentlich uns hier in Rostock zusammentreffen und diesen Baltic Work Day initiiert haben, den wir gerne zu einer jährlichen Veranstaltung führen wollen, um zu gucken, wie Arbeitsforschung auch zukünftig genutzt werden kann und welche Ziele wir in der Arbeitsforschung halt brauchen. Unter anderem haben wir heute ja schon verschiedene Speaker gehört zu den Themen New Work, auch natürlich zur Arbeitspersonaleinsatzplanung. Wir haben auch gehört, welche Player wir im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, um eben auch Unternehmen zu unterstützen. Im Weiteren sind die Unternehmen damit beschäftigt, in Experimentierräumen wirklich Fragestellungen zu bearbeiten, wie zum Beispiel, warum kann New Work Fachkräfte sichern? Warum ist es möglich, Technologie einzubinden? Warum ist es vielleicht auch notwendig, Technologie einzubinden? Und wir wollen auch die Frage diskutieren, welche Herausforderungen sehen Unternehmen wirklich, wenn sie Technologie oder halt die neuen Methoden von New Work eben ansetzen? Obstkörbe reichen nicht aus. Wir erleben momentan sehr viel Greenwashing. Also es wird ein Obstkorb hingestellt, ein Kicker und dann glaubt man, alles ist gut. Aber die eigentlichen Probleme sind viel tiefer. Die etablierten Schichtsysteme machen krank, sind ungesund. Die Kulturen sind, eher, wie wir es gerade auch gehört haben, eher auf Wertschöpfung ausgerichtet, nicht auf die Menschen. Und wir brauchen einfach menschlichere Schichtsysteme, die auch attraktiver sind, damit eben Fachkräfte auch bleiben und zukünftig kommen werden. Und dafür braucht man eben einen tiefgreifenden Wandel und nicht nur, sage ich mal, irgendwelche Cargo-Kulte, die man da macht, um möglichst attraktiv zu wirken. Moin, ich bin Marvin, einer der beiden Gründer der Atesa GmbH. Rostocker Wurzeln haben wir. Wir sind gestartet hier im Fraunhofer EGP, haben uns dann ausgegründet als Startup und sind heute hier, weil wir New Work ein bisschen zum Anfassen präsentieren wollen. Also wir haben eine Software für Handwerker entwickelt, die unter anderem bei der Zeiterfassung unterstützt, aber eben auch eine Bausteindokumentation beispielsweise ermöglicht und so die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt bei ihrer täglichen Arbeit. Und wie gesagt, heute gibt es hier richtig schön was zum Anfassen, also nicht nur Theorie. Moin, ich bin Marc von Pextra. Ich bin heute mit meinem Team hier. Wir sind ein Software-Startup aus Rostock und bieten eine App und eine Plattform für das Thema Mitarbeiter-Benefits. Ja, hallo, ich bin Andreas von Savaio. Wir haben uns zum Ziel gemacht, Unternehmerpflichten viel einfacher zu machen, indem wir digitale Wege und Lösungen dafür anbieten. Und damit verbunden sind solche Themen wie Arbeitszeiterfassung, Vertrauensarbeitszeit und so weiter und so weiter. Und das hat ganz viel auch mit New Work zu tun und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute hier sind, viele neue Sachen lernen, interessante Menschen kennenlernen und unser Teil dazu beitragen können, New Work voranzubringen. Danke. Hi, ich bin Jan Mitera von der Uni Greifswald und habe heute darüber gesprochen, wie KMU im Land über ihre Zukunft denken. Und dabei habe ich einmal über die Daten berichtet, die wir regelmäßig sammeln. Da geht es unter anderem darum, welche Zukunftsthemen die Unternehmen verfolgen und welche Unterstützungsbedarfe sie haben. Und zum anderen habe ich über unsere Erfahrungen aus der Beratungsarbeit berichtet. Und die Verbindung ist, dass es quasi nicht wirklich überraschend viel um Fachkräfte geht und die Frage, wie finde ich die, wie halte ich die? Und dass ein Großteil der Unternehmen hier Unterstützung brauchen und dass wir wiederum in der Beratungsarbeit lernen, dass viele Unternehmen die Ursachen für diese Probleme im Außen, außerhalb der Organisation sehen und wenig auf sich selbst gucken und die Frage, was bieten eigentlich die Jobs in unserem Unternehmen, was verlangen die den Leuten ab? Und hier sehen wir, sozusagen wir mal, Grenzen für New Work-Werte wie Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung.